Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einer kurzen Zwischennews, denn diese kann nicht bis Sonntag warten, denn dann werdet ihr nämlich zu Recht alle sehr, sehr sauer. Denn heute ab 19 Uhr deutscher Zeit findet der erste Gears 5 Techniktest statt. Diesen könnt ihr euch alle im Store kostenlos herunterladen, sofern ihr einen Xbox Game Pass habt. Solltet ihr keinen Xbox Game Pass haben, dann funktioniert das wohl, glaube ich, nur mit einem Code. Oder wenn ihr Vorbesteller seid, habt ihr, glaube ich, sowieso Anrecht darauf. Das weiß ich allerdings nicht genau, deswegen kein Gewähr darauf. Aber worauf ich euch auf jeden Fall Brief und Siegel geben kann, das ist, dass ihr mit dem Xbox Game Pass die Gears 5 Techniktest herunterladen könnt. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ihr diesen Techniktest finden könnt. Ganz einfach wechselt ihr in den Store. Im Store geht ihr dann einfach auf ein Suchfeld. Im Suchfeld gebt ihr dann hier einfach ein Gears 5. Und da seht ihr schon, wenn ich Gear eingebe, haben wir hier vorne direkt den Gears 5 Techniktest. Diesen müsst ihr runterladen. Der hat ca. 11 GB, also ein bisschen größer kann es sein. Und dann habt ihr alles ready für heute Abend. Ab 19 Uhr geht's los bis zum 21. Also heute ab 19. Juli bis 21. Juli. Und das nächste Wochenende könnt ihr dann ebenfalls nochmal zuschlagen, denn da geht das Ganze dann vom 26. bis zum 28. Juli. In der Info stand allerdings, dass man da noch sich Änderungen vorbehält. Also es kann sein, dass sich da eventuell was ändert, aber hoffen wir mal nicht. Also geht es dann um 19 Uhr los. Es werden 4 Modis zur Auswahl sein. Es wird der Bootcamp-Modus drin sein, Arcade wird drin sein, King of the Hill wird drin sein und natürlich Eskalation wird ebenfalls drin sein. Und für alle Streamer unter euch, das Ganze darf natürlich auch gestreamt werden. Das ist ebenfalls öffentlich. Das heißt also, jeder von euch kann das, was er da spielt, natürlich auch streamen. Ebenfalls werde ich das wahrscheinlich auch tun, denn ich werde mir das Ganze mit Sicherheit auch mal anschauen. Aber dazu dann einfach mehr ab 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und noch eine kleine Info am Rande. Wer mir noch nicht bei Instagram folgt, der sollte das mal endlich tun. Denn erstens ist es kostenlos. Zweitens werdet ihr dann zur Gamescom mit jede Menge Informationen auf meinem Instagram-Account versorgt. Nicht nur in Bildern, sondern auch natürlich als Story. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass dir diese News einmal wieder hilfreich war. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, du weißt, wie es läuft. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehen solltest, dann eine angenehme Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers.